Oh, so, weiter geht's. Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Ein bisschen abrupt hier bei God of War, aber nicht lange anders. So, wir erstmal konzentrieren hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Hm, ich kann nur weglaufen anscheinend. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Du kannst wirklich gar nicht. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Was ist das? Du kennst meine Vergangenheit. Geist Spartas Geschichte. Ja. Dann kannst du auf, wozu ich fähig bin. Zeig's mir. Jetzt haben wir unseren Kampf. Hast du dich schon aufgewärmt? Ah, shit. Drück mal den falschen Knopf. Ich bin auch noch krank. Ja, ist klar, Alter. Fangst dir die Hände, schmutzig zu machen? Ja, leck mich doch. Das erwischt mich trotzdem, ne? Ey! Junge! Ey! War's wohl gleich. Ey, hallo, ich hab abgewehrt. Was soll das wieder? Ey, komm schon. Zerstörer wie ich!
Oh nein! Ich sage, wann wir fertig sind. Erst wenn ich dein echtes Ich sehe. Steh auf! Ich wehr doch ab, ey, was soll der Mist? Ey. Ey. Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Ein fürchterlicher Rat geht mir am Arsch. Ich will den Gott des Krieges sehen. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. Du hast das begonnen. Ich beende es. Ich wollte deine Klingen sehen, aber sie helfen dir wohl nicht. Sieh dich an, wie du nach deinen alten Techniken suchst. Nein, ich spiele ja blöde Kacke. Gib endlich alles! Das müsstest du besser können! Sehr schlau! Das bringt dir auf! Zeig mir das Monster in dir! Das ist der Gott, der aus der Krankheit eine Götterwelt ausgelöst hat! Ich verstehe, warum meine Söhne dir unterlagen. Selbst diese schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Altvater, hat Pläne mit dir. Da ist der Gott des Krieges. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Wie, jetzt geht er einfach? Will mich verarschen oder was? Hab doch gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri und Brock. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt! Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Es ist nicht weit. Okay, dann war das erste Kapitel wohl abgeschlossen hier. Gehe ich von aus. Das ist schon mal gut. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob ich noch was habe hier zum Sammeln. Ich glaube nicht. Atreus sehen.
Gut, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, sorry fürs Husten und so. Kann ich da nicht ändern. Ich bin noch krank. Ja. Ist so, wie es ist. Deswegen tippe ich auch, dass ich hier mit Kreis hochkraxeln muss. Und nicht mit X. Ist ein bisschen komisch. Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Okay, ich will aber noch gar nicht. Ist zwecklos, mit dem Bifrost durch die Welten reisen zu wollen. Odin hat sie alle verschlossen. What? Noch nicht bemerkt? Na gut, machen wir weiter. Hey, eine Sache noch, Kleiner. Da Asen, die die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich red mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Okay, so. Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen. Und er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich habe abgelehnt. Offensichtlich. Gott. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Sag's mir. Hol deine Sachen. Aufrüsten. Rüstung und Ausrüstung verbessern Werte wie Abwehr. So, da muss ich jetzt mal gucken. Ja, ich kann meinen Brustschutz aufleveln. Erstmal aussuchen. Ich glaube, ich nehme. Ich habe eigentlich auch noch einen Code. Ich habe ja die Launch Edition. Aber ich habe jetzt gerade den Code noch nicht eingelöst. Deswegen nehme natürlich die Rüstung, die Stärke. Abwehr, Stärke, Abwehr. Was nehme ich denn? Ich nehme das hier.
Ja. Ach, mehr kann ich gar nicht upgraden, oder was? Waffen auswählen, L2. Meine Axt natürlich, meine Hauptaxt. Mal das hier mal ran. Wertehilfe. Kann man auch machen, okay. Ja, es ist noch zu viel. Das, kann ich gerade noch nichts machen, komischerweise. Was ist das hier? Irgendwie so ein Combo-Ding oder was? Die kann ich. Aber die habe ich drinne und kann ich noch nicht ändern, okay. Bogen kann ich auch schon verbessern? Nein. So. Ich glaube, das war alles. Ich hoffe es zumindest. Bist du bereit? Geh. So, auf geht's in den Krieg. Der Pfad. Also immer noch. Okay. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Hat Odin noch was gesagt, als ihr draußen wart? Ja. Sagt er, Odin sei ihm inzwischen egal. Da sind sie wieder. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? Moment. Eigentlich wollte ich mal gucken, ob hier noch irgendwas zum Looten ist, aber anscheinend nicht. Hier war ja schon überall anscheinend. Oder was? Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier. Ich will mal eben kurz was gucken. Speichern kann ich auch mal eben kurz nochmal. Aber, wo kann ich denn hier mal. Ah, hier, da. Kodex, Ziele, Karte. Da sind ja gleich da. Fähigkeiten, genau. Kann ich schon irgendwas kaufen? Ja, kann ich schon, oder? Ich kaufe mal was. Wenn ich schon mal so frei bin. Moment, ich muss aber die muss ich auch noch upgraden, das darf ich nicht vergessen. So, okay. Da hätte ich das auch mal hier da nochmal machen können, aber da ist nichts freizuschalten anscheinend. Okay. Da habe ich schon mal was abgegradet. Ob es gut war oder nicht, wird sich zeigen. Aber wie gesagt, da kann man noch einiges machen hier. Da sammle ich nachher auch noch Sachen, wie gesagt, aber das kommt alles noch. Ja, ist dann lustig. Das soll fürs Husten. Hier sind noch mehr. Ganz frisch. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Okay. Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Ja, kein Problem, warum sehe ja schon was. Bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Hä? Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Mit helfen Klingen, bitte. Was? Ach so. Ja, toll. Super. Moment, ich will noch gucken, ob hier noch was ist. Ja. Da unten war noch was. Okay, da wollen wir wahrscheinlich gleich lang. Die Sache, wenn ich mich nicht gut hört, ich kann nicht so viel reden. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Hehlräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen eine Warnung wäre. Nächster! Der war irgendwie besessen im oder Ernst? So. Wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Hellräuber.
Moment, ich will kurz mal gucken, was es hier noch gibt. Siehst du etwas da unten? Ja. Loot, was denn sonst? Und die Loot brauche ich auch. Hier ist bestimmt noch mehr, oder? Ah, hier ist doch bestimmt noch mehr, was ich übersehen habe. Hundertprozentig. Naja, wir gehen mal weiter. Halt. Komm, du Erdbo! Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Erstmal wird nach Loot gesucht. Okay. Nicht da! Rechte Seite! Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Aber es ist jetzt hier richtig, das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auf den falschen Weg. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst hier. Ich will mal kurz wieder zurückgehen. In diesen Landen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen. Also. Genug. Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Ja, warte erstmal ab. Ich will erstmal nur gucken, ob es hier irgendwo Loot gibt hier. Atreus immer hier. Guck mal, da hinten. Was es auch ist, es ist schnell. Guck mal, hier ist fast alles übersehen. Da sollen wir es so durchkriegen. Da kann ich wahrscheinlich nicht lang. Jetzt können wir wahrscheinlich weiter. Es lohnt sich doch ab und zu mal doch wieder zurückzugehen und alles abzusuchen. Die Kiste. Und Dunkelheit. Ein komischer Käfer an der Wand. Was soll das eigentlich? Ich bin so sauer. Ich muss erstmal Vasen zerstören. Allen anderen Kack hier. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Gesagt habe. Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, kann ich versperren? Dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Moment. Wirst du bald sehen. Aha.
Halte L2 gedrückt. Ja. Rutschpartie. Was meinst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Der Tote hier. Wir sollten weitergehen. Flammenpeitsch, drücken Sie wiederholt, um die Chaosklinge Feuer zu laden. Schließen. Zu spät. Vater, benutzt deine Klinge. Ja. Wer hat ihn denn eingetauscht hier, das Ding? Ein Räuber von Lenz! Okay, ich muss erstmal eben. Nächster! Linke Seite, Bruder! Post! Alles klar! Achtung! Rechte Seite! Räuber! Von links! Nista! Beeindrucken! Achtung! Feuer von oben! Hinter dir, pass auf! Nächster! Noch jemand? Nee, ne? Gut. Weiß ich perfekt, was ich hier gemacht habe, aber es war okay, würde ich sagen. Aber auch nicht gut. Muss ich erstmal an die Waffen wieder gewöhnen, an die Technik hier, was man drücken muss und so. Das dauert ein bisschen. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Nächster. Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Tja, das weiß ich auch nicht. Wir klettern. Gut. War da gerade was für mitnehmen? Oh, nö. Ah, er ist wirklich gut darin geworden. Das nächste Bild des Kopfes. Noch jemand? Ich brauche hier erstmal nicht. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so. Warte mal, war da unten noch was? Moment. Da komm, einen nehmen wir mit. Ich weiß nicht, was eine gute Idee ist. Sehe ich hier irgendwas? Nein. Oh! Bruder! Letzter. Ja. Die Jägerin. Ein Kirscher. Wir haben wohl unseren Jäger gefunden. Dein Schild ist kaputt. Bleib einfach in Bewegung, ja? Das
Seine Hörner leuchten! Vielleicht seine Schwachstelle! Mister! Nein, Mann, das ist diese Tastenkombis hier. Sind gerade hart nervig, ey. Nein. Boah. Alter, war das knapp. Also jetzt reicht es, verdammt. Fimbul, Winterfreya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Oh, leichter Runenangriff, okay. Runenangriff, Juwelen, Gewehren, Kratos, Zugang zu leichten oder schweren Runenangriffen. Sie werden an seine Waffe gebunden. Okay. Machen wir das mal rein. Kann doch was reinmachen, ne? Wieso wird das angezeigt, das Schild? Ich weiß es auch nicht. Warte. Kann ich nicht kaufen, schade. Dann sparen wir noch ein bisschen. Halten Sie L1 gedrückt und halten Sie R1, um einen leichten Runenangriff auszuführen. Okay. Ist nicht mehr voll. Ah, okay. Ja, es wird dann ein bisschen komplizierter. Da muss man sich das immer angucken, was man machen muss. Das ist natürlich nicht so schön vielleicht, ne? Naja, komm. Vater! Der Schild, den Lothar dir gab. Thor hat ihn beschädigt. Aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Gleich. Jetzt mal Loot suchen. Ich brauche mehr Kram zum Upgraden hier. Ah, Energie. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft. Die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, da steckt mehr, als wir dachten. Was, hier ist nix? Wieso kann ich dann hier runterspringen? Wie doof ist das denn? Das kostet nur Zeit. Wir haben doch nicht. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Ja, bitte. Achso, Moment. Das sollte helfen. Na also, los! Ja, gleich. Ich will erstmal gucken, ob ich da hochkomme. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbul zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Moment, bevor ich weitergehe, muss ich noch mal eben schnell gucken hier. Kann ich angehen hier? Da eben?
Treppe. Oh, siehst du? Woher weißt du immer, wie man die findet? Ist eher Zufall, dass ich die finde, aber ich finde sie. Aber wie gesagt, immer alles abgucken, ey. Das ist echt so. Vielleicht kommt ihr hier nie wieder vorbei. Deswegen immer schauen, was ihr macht. Immer gucken. Ich meine, ich werde auch nicht alles finden, das könnt ihr vergessen. Aber immer mal wieder gucken. Bilderrätsel. Oh, nö, oder? Schau zu. Oh, das ist neu. Oh. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Alter, was steht da immer? Ich wollte was eingeleuchtet. Was? Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gäbe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Hä? Wo? Ja, zeig doch. Zeig doch. Hä? Wieder durchgehen? Achso. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig.
So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Moment. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollen, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Weiter schon? Oh, hier bin ich gekommen. Okay. Ja, kurzer Gedächtnis. Aha. Loot. Rohleder, okay. Der Boden sieht hier rissig aus. Mein Schild ist Schrott. Wann ist es wieder heile? Eine Abkürzung. Moment. Was muss ich hier machen, um da runterzukommen? Das schon mal nicht. Wahrscheinlich kann ich noch gar nichts machen, oder? Nö, anscheinend nicht. Naja, gut. Ich muss da runterkommen. Da oben leuchtet auch noch was. Aha. Moment mal eben, ich muss mal eben einmal was gucken. Ich glaube, ich kann eine Fähigkeit ausrüsten oder neu machen bei ihm. Ach nee, ist noch nicht, also ist noch nicht freigeschaltet, okay. Nein! Ja, Steuerung, ne? Erstmal lernen hier. Da mache ich nichts weiter, da kann er was vielleicht machen. Das hier vielleicht. Auch schon was kaufen, die sind alle noch nicht freigeschaltet, ne? Naja. Ist da noch irgendwas zum Freischalten? Ne, da habe ich auch schon alles freigeschaltet. Ja, kann ich die Rüstung noch irgendwas machen hier? Ne, kann auch noch nicht. Ne, ich glaube. Ne, da geht auch nichts. Gut. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich. Moment. Ich muss auch noch mal wieder hoch.
Leider, weil hinten war ich noch nicht weitergegangen. Das geht so nicht. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Nicht hochziehen, runtergehen. Ist nicht mein erstes Mal. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? So, ich hoffe, ich habe nichts Großartiges übersehen hier. Da kommt gleich bestimmt wieder ein Gegner. Räuber! Licht! Vorsicht, rechts! Nächster! Kann ich abwehren, weil ich kein Schild hab. Nächster! Moment mal, ich nehme jetzt mal meine Axt. Nein! Nimm die Axt rein! Bruder, ohne Schild kannst du nicht abwehren! Mit dem Schild nervt ein bisschen, dass ich kein Schild habe. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Grunzen ist immer gut. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Kurz mal ein bisschen umsehen hier, aber da ist nichts weiter. Hier sind ein paar Kisten. Feuerstelle, nicht von mir. Kratos! Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Na gut. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Na, der Pfadfilm mit Überleben abgeschlossen. Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend.
Okay, Tore beschwören können wir also noch nicht. Aber schon mal cool aus hier. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Ausrüsten? Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? So, ja, Schilde verfügbar, Schild schmieden drücken, was? Sorry, so. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Ich nehme das Schild, glaube ich. Hat mehr Style irgendwie. Ja. Lass mich da mal ins Menü rein. Burkhan, Maskenschneider, Rüstung für Atreus herstellen. Navigieren Sie. Ach, da, okay. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Und das mal. Moment mal, was? Das kann ich auch herstellen? Eins auf 12? Sehe ich das gerade richtig? 0 auf 12? Also die Rüstung, die upgraden. Um einen hoch, Stärke. Ich mach das mal eben. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her.
Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Okay. Nicht genug Ressourcen. Da habe ich alles rausgeballert, was ich habe. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Dieses Haus ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? Moment mal, kann ich nochmal schmieden gerade? Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Ja, ich glaube, da geht nichts weiter. Schade. Aber vielleicht kann ich dann eine Fähigkeit upgraden bei Atreus. Ja, das ist freigeschaltet. So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Sehr schön. Ich glaube, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Bild. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier eine Pause. Speicher ab und so. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und dann erstmal danke fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und danke für den Support. Hier bei God of War. Ragnarök. Bis denn. Tschüss.